Wir sind auf dem Radlader gekommen, Mekalack, weil wir viel im Nahverkehr unterwegs sind. Enge Baustellen, Schwenkladen, von wegen, wenn man in eine Baugrube steht, die Geräte direkt daneben fahren können, der Radlader seitlich schwenken kann und die LKWs zu beladen. Vorteile vom Schwenk zum Knicklader haben, dass du wenig auf kleinsten Raum gut arbeiten kannst, weil mit dem Knicklader musst du immer viel auswählen und rangieren. Und mit dem Schwenklader hast du kurze Wege und kannst auf engstem Raum kannst arbeiten damit. Wir haben keinen Platz, da ist alles zu eng und dann mit dem ist es nur der Vorteil. Auf einer innerstädtischen Baustelle geht es meistens eng zu. Da ist man froh, wenn man einen gut lenkbaren Schwenklader hat. Das Vorteil ist natürlich in der Allradlenkung, kann ich ja zusätzlich noch den Schwenkarm bewegen und komme dabei noch flexibler und enger an unserem Bohrgerät oder LKWs vorbei und habe dadurch noch einen kleineren Wendekreis. Wendigkeit, engster Platz kommen wir mit dem gut rum, weil er kompakt und wendig ist. Das ist enorm. Das wäre ja jetzt dann zwang, wenn ich da reinfahre und hinterm Pfosten wieder raus. Und durch die Schwenken ist der Arsch noch gar nicht ganz drin, kommt vorne die Schaufel schon wieder raus. Wie gesagt, man kommt mit dem Schwenklader in Ecken rein, wo man mit dem knickgelenkten Radlader nicht reinkommt. Dank der drei Lenkarten kann ich auf engstem Raum sehr gut manövrieren. Lieber schwenken als lenken. Lieber schwenken als lenken. Immer. Enorm.